So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play zu How to Survive 2. Das ist der zweite Ansatz schon. Wir haben schon mal was aufgenommen und wir haben auch schon mal eine Runde gespielt. Wir haben also ein bisschen die Anfangszeit erforscht, sind jetzt auch noch nicht die Vollprofis. Wollen jetzt aber einfach nochmal gemeinsam anfangen und auch hier vielleicht die ein oder anderen Sachen einfach soweit erklären, wie wir es können. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare wie immer. Und ja, wie ihr seht, sind wir hier Zwillinge. Das gefällt uns nicht so gut. Deswegen werden wir als erstes mal den Charakter ein bisschen individualisieren. Ihr könnt in euer Game-Menü gehen, wo ihr euren Charakter seht. Oben hier seht ihr so ein T-Shirt, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr quasi hier ein bisschen rumspielen, dass der einfach ein bisschen anders aussieht. Der sieht immer so aus, als er die Hose so voll tief hätte, gell? Mich stört ja dieses Netz-Shirt da. Ja, Mann, aber das kannst du zum Glück ändern. Ja, aber so, die haben jetzt auch nicht so viel krasses Zeug, wo man ändern kann. Wir wollen uns jetzt auch nicht so lang drauf bewegen. Lol, okay, die Haare nehme ich. Ja, oben ohne auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt echt nicht komplex hier, aber wenn man manche Spiele anschaut, die übertreiben es halt vollkommen mit der Charaktergestaltung. Ja, jetzt keine Ahnung, was das bewirkt. Oh, ich nehme das hier. Das kommt geil. Passt so. Was ist da los? So, Schuhe. Okay, bestätigen. Bam, das sieht schon besser aus. Ja, zwar immer noch ziemlich ähnlich, aber doch anders. Ich habe noch was, ich wechsle noch meine Waffe. Ich nehme die Messer. Ist hier irgendwie so ein Early Access mäßiger Bonus. Ja. So, ja, wir wollen jetzt auch direkt mal anfangen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwas habt, haut es in die Kommentare, dann versuchen wir es zu beantworten. Oh! Vorneweg, es ist sehr, sehr friendly fire-lastig. Aber okay, die Steuerung ist halt, ist eigentlich ganz okay. Andy spielt es mit Controller, ich spiele es mit Tastatur. Geht beides gut, aber ihr werdet so im Laufe des Spiels sehen, dass wir das ein oder andere Mal uns gegenseitig abschlachten werden. Wir werden jetzt auch nicht hier, wenn wir so Quests annehmen und so, werden wir jetzt auch nicht jedes einzelne immer komplett durchlesen. Macht einfach keinen Sinn, das könnt ihr selber machen, damit wir hier die Story nicht komplett spoilern. Jo, dann fangen wir mal an mit der ersten Mission, würde ich sagen, oder? Genau. Machst du hier einen Marathon? Ja, vierten Lauf. Okay. Also ich mache das jetzt hier direkt weiter. Eignungstest, den kann ich jetzt quasi starten. Und dann kann ich, kann Andy quasi beitreten. Dann können wir die Mission zusammen machen. Was für ein Schwierigkeitsgrad hast du gewählt? Ich hab's gelassen, glaube bei 1. Okay. Ich glaube auch, dass wir das letzte Mal zu schnell aufgestiegen sind von der Schwierigkeit vielleicht oder so, keine Ahnung. Also wir haben es letztes Mal schon eine ganze Weile gespielt. Und ist damit einmal extrem schwierig geworden. Ich weiß nicht, ob wir dann einfach zu schnell... Boah, wie viel hält denn der schon aus? Hier, da kann man jetzt immer die looten quasi. Mit der F-Taste auf dem Controller weiß ich es nicht. Und jetzt müssen wir im Prinzip einfach 5 Infizierte töten. Wir tun dann immer hier schon gleich ein bisschen looten. Hier gibt es so Heilpflanzen. Die kann man dann zusammen mit den Stofffetzen, die Zombies droppen, kann man sich Bandagen machen. Und hier gibt es eine Packung Nägel. Grundlegend, wie in den meisten diesartigen Games, natürlich alles mitnehmen, was ihr findet. Wir haben kaum eigentlich was bereut in der Zeit, wo wir mitgenommen haben. Tab für die Karte. Mit den Nägeln kannst du ja gleich deinen Schläger verbessern. Ja, stimmt, genau. Wo das Handwerk. Baseballschläger, hier hat man das Handwerk quasi, geht man ins Menü. Handwerk ist dieses Crafting-Menü. Hier seht ihr jetzt Baseballschläger und eine Nagelschachtel kann ich meinen Baseballschläger verbessern, eben mit Nägeln drin. Oben kommen immer die Sachen, wo man direkt craften kann. Hier brauche ich jetzt ein Stoffstück für die Bandagen zum Beispiel. Und dann gibt es hier noch Bögen und andere Sachen. Für verbesserte Waffen braucht man dann eben so ein Gebäude. Man kann sich ja dann ein Camp aufbauen, aber dazu später. Auf jeden Fall hängen hier suspekte Dinge in den Bäumen, Puppen, Köpfe, Kinder, was auch immer. Wenn es Puppen hier sind. Hier hängt so ein Kind. Ja, man ist schon ziemlich krass eigentlich so. Ich meine, klar gibt es
Puppen sein, aber es können halt auch keine Puppen sein. Ist schon heftig. Ah, hier lag jetzt gerade ein Stock. Eine Heilpflanze. Und es war schon die erste Mission. Die bestand einfach nur draus, 5 Zombies zu killen, um sich als würdig zu erweisen für diesen Bunker. Wir werden jetzt hier noch kurz ein bisschen rumlooten. Vorne ab, wir haben festgestellt, so von Anfang empfiehlt sich's, wenn ihr irgendwelche Missionen macht, haben wir rausgefunden später, könnt ihr die auch immer wieder wiederholen. Das heißt, wenn ihr dann die erste größere Mission macht, sage ich mal, jetzt nicht gerade diese hier, könnt ihr die auch immer wieder machen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, wo in einer Stadt ein Supermarkt ist, empfiehlt sich's da auch öfters mal hinzugehen, weil wir haben festgestellt, dass es gerade zu trinken finden eigentlich ziemlich krass ist und rar. Deswegen ist da echt dann geschickt, dass man dann immer wieder quasi die Mission machen kann, um Getränke eben zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo in so ein bisschen Cheaten hingeht, sag ich mal ganz groß gesagt, aber wir hatten echt wirklich Probleme, Trinken zu finden. Okay. Ja, also hier kann man dann rausgehen. Genau. Quest bestätigen, dann kommen wir quasi wieder in dieses Anfangsgebiet, da wo wir auch immer eigentlich sein werden, wo wir dann auch irgendwo unser Camp aufschlagen werden. So, jetzt auf Zirkumsfleck kann man dann immer laufende Quests sehen. Jetzt war's, müssen wir runter gehen. Jetzt muss ich hier nochmal hingehen. Oh, verwirrt. Nur keine Angst. Ja, erste Sondierung der Stadt. Sollen wir das auch gleich machen? Jawohl, ja. Das ist also, jetzt schon eine größere. Ich zeige jetzt mal hier, genau, das ist die erste große Mission, also wo man in die Stadt reingeht. Hier ist Primärziel, eine Ölflasche finden, Belohnung 1250 EP. EP braucht ihr dann dafür, um selber aufzuleveln, um eure Fertigkeiten zu leveln, um auch Gebäude zu leveln. Das erklären wir aber dann später nochmal genau. Und hier kann man immer noch die Queststufe höher oder niedriger einstellen. Dann seht ihr unten, ihr kriegt dann einen größeren Bonus und die EP ist einfach gesamt höher. Ich mache jetzt einfach mal die auf Queststufe 2. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Aber an Erfahrungspunkten, muss ich sagen, hatten wir übertrieben viel immer. Aber wir haben auch die Mission immer ziemlich schwer gestartet. Für den Anfang vielleicht, ich weiß es nicht. Und ihr müsst auch aufpassen, dieses Startgebiet, wenn ihr auflevelt, werden die Gegner dort auch eben immer stärker. Das heißt, wenn ihr eine Mission geht, wo es dann irgendwie krassere Zombies gibt oder irgendwelche anderen Sachen, um jetzt mal nicht zu spoilern, kommen die dann auch in eurem Startgebiet, also da, wo man eben generell immer rumhängt und auch in den Städten und so. Ist alles ziemlich tricky. Wir haben dann gedacht, so komm, wir können easy nochmal im Startgebiet ein bisschen rumlooten und so ein bisschen Standard-Stash quasi aufsammeln. Und dann sind da uns die kranken Monster-Zombie-Horden entgegengekommen. Und woran das jetzt genau liegt, da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das von dem Charakter-Level abhängt oder von dem Camp-Level. Ja, dann kannst du mal den Zombie kurz schlachten. Ich muss meinen Baseballschläger ausrüsten. Wird mal alles später noch zeigen. Auf jeden Fall waren wir überrascht, dass wir in dem Stadtgebiet dann auch nicht sicher sind und dass es da auch immer schwieriger wird. Ja, und da muss man auch gucken, dass man wirklich das Camp dann auch irgendwie schützt. Also da kommen auch eben Zombies und greifen die Gebäude an. Kann man dann auch Zäune bauen und Wachtürme und weiß der Fuchs was alles. Ich soll Tab aufmachen. Oh, damn. Man kann hier einmal normal schlagen und immer wenn man schlägt, geht oben von dem Ausdauerbalken quasi der gelbe, das weiße ist der Lebensbalken quasi, geht so ein Stückchen weg. Und jetzt, der war natürlich nicht getroffen, aber wenn man dann einmal so locker schlägt... In den Nacken! Und da war er schon, das Friendly Fire. Und wenn man dann einmal quasi die Schlagtaste gedrückt hält, macht er so einen super Schlag hier, so einen Abschlag, so einen Baseballabschlag. Der macht natürlich mehr Schaden, braucht aber auch mehr Ausdauer. Alter. Nein, es ist keine Absicht, was wir hier machen. Und ja, der Zombie ist gerade vom Balkon runtergesprungen. Also, es macht wirklich... Also, ich habe halb volles Leben jetzt, nachdem ich aufgehoben wurde.
kann man beliebig oft wiederholen. Man kann sich so einfach heilen gegenseitig. Aber es, mit einem Schlag bin ich down. Also es macht also schon einiges. Ist ganz, ganz, sag ich mal, okay, dass man so eben ein halbes Leben wieder hat. Aber es ist jetzt auch nicht so der Game-Breaking-Glitch, dass man sich da gegenseitig umboxt und dann wieder volles Leben hat. Und auf späteren Levels ist es echt nicht viel. Da kommen dann halt ein, zwei Zombie-Schläge und dann liegt man wieder. Und dann wird es teilweise auch schon richtig krass. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Supermarkt. Da kutschen wir jetzt mal rein. Genau, wir haben da noch so eine Taschenlampe dabei. Die sich jetzt automatisch einschaltet. Ja, ansonsten kann man die auf Tastatur mit Alt quasi aktivieren oder deaktivieren. Hier so die Sachen, was man auch so... Oha, was geht denn hier ab? Hab die auch nicht gesehen, Chris. Knüppeln. Guck mal, der robbt hier durch die Gegend, siehst du das? Bei mir auch. Um die Ecke. Ja, Alter, was ist los mit dem? Alter, okay, der kommt zu dir, pass auf. Der macht die Runde. Shit. Oh mein Gott. Okay. Scheiße. Geil. Ja, die Items, was man aufsammeln kann, sind so leicht geheilt. Der kommt hier richtig hin. Alter, das ist so ein kaputtes Viech, Mann. Okay. Komm her, du, hier. Oh, jetzt bleibt er hängen. Ne, der schafft's noch. Jetzt kommt er nicht mehr klar. Oh mein Gott. Ja, lass mal noch nach oben gehen. Hier unten noch. Es geht hier viel eben um diesen Material-Loot. Wird man auch später noch sehen, wofür. Eben um das Lager auszubauen, braucht man alle möglichen Materialien. Immer und immer wieder. Ja. Deshalb alles mitnehmen. Ja, wir hatten auch echt kaum so gut. Natürlich gibt es so diesen Stoff und diesen Standard-Loot, wo man dann ziemlich viel hat. Aber man hat dann auch eben extrem viel Platz im Lager und deswegen hatten wir jetzt eigentlich noch nicht so das Gefühl, dass man sagt, okay, wir hätten irgendwas liegen lassen sollen oder nicht mitnehmen müssen. So ein richtiges Hamsterspiel. Hast du die Karte jetzt eigentlich offen oder nicht? Ich habe die offen, aber ich habe die so relativ durchsichtig gemacht eben. Bist du runtergesprungen? Ich bin schon unten, ja. Bin unten. Yay. Also es ist halt noch ziemlich einfach. Auch wir haben jetzt Queststufe 2. Wir haben, glaube ich, am Anfang direkt schon mit 3 angefangen und dann, glaube ich, auf 4 und 5. Irgendwann kann man es dann auch nicht mehr niedrig stellen. Da kommst du mal runter oder wie sieht's aus? Soll ich zu dir hochkommen? Geht nicht. Und es ist dann wirklich tatsächlich so, dass es, jetzt kommt er runter. Ziemlich krass wird, wenn dann schon so 2 Zombies da sind. Und dann kommen ja auch noch andere Arten. Dann wird es schon echt auf einmal richtig schwierig. Das sieht ja am Anfang immer so ein bisschen lustig aus, wie man hier rumläuft, aber es wird echt krass. Und hier ist der nächste Supermarkt. Yay. Also alleine stelle ich es mir schwer vor. Zu zweit ist halt wirklich dieses. Ja, man kann sich, halt sich dann einfach immer wieder aufheben kann. Ja. Macht es viel einfacher, wie das jetzt alleine ist. Ja, dann wirst kann du kann ich gar nicht sagen. Vermute ich mal irgendwie, dass du dann wieder im Camp direkt halt rauskommst oder so. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht alleine gespielt. War eigentlich direkt von Anfang an der Plan, das eben zusammen zu spielen. Weil es einfach lustiger ist und ja. So. Die Mission ist schon wieder erfüllt. Ah, hast du die schon gefunden oder was? War hier drin, ja. Aber hier gäbe es schon noch was zu holen wahrscheinlich. Ja, ich würde auch sagen, oh, da schlägt mir in den Nacken. Willst du die Mission ja eher komplett machen? Also die Maps oder eher nur so auf die Mission? Ja, ich meine, ist meistens ja nicht so viel. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen looten, wenn es noch irgendwie was Krasses gibt. Oh, ich bin down. Kann ich ihn hier wieder aufheben? Yay. Zack. Da oben ist so eine zwielichtige Pflanze.
Na, jetzt habe ich auch mal so einen Sprungangriff gemacht. Oh fuck. Ja, es ist auch schon passiert, dass wir beide down gegangen sind, gell? Dann mussten wir nur zurück ins Camp gekommen, oder wie war das? Oder? Nee, nicht mal. Ich glaube, dann gibt es nur so einen Erfahrungsabzug. Also es wird momentan nicht so wirklich hart bestraft. In meinen Augen. Ja, ja. Wenn man stirbt, aber ja. Gut. Ich glaube, zu mir unten. Ob da noch was geändert wird, ich weiß es nicht. Also in dem Sinne erinnert es mich irgendwie an Diablo. Stirbt man halt, verliert man ein bisschen Erfahrung. Ja. Ist auch so vom Aufbau her irgendwie ähnlich, gell? So die Map und alles erinnert halt schon, an. Ja. Und die schon. Maps generell erinnern dann auch wieder irgendwo an Diablo. Aber es ist auf jeden Fall witzig gemacht. Aber ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ja, ich gehe raus. Okay, Quest bestätigen. So, dann können wir eigentlich gleich mal gucken, in unseren Charaktereigenschaften ein bisschen rumfuschen. Ja, da waren gerade 4 Heilpflanzen auf einer Stelle.